Zurück zu WePlay Oldschool zu einer weiteren Folge GTA Online und wir zocken das neue Match, was den neuen Job, der mit dem Business Update dazugekommen ist. Legale Differenzen, das ist ein Deathmatch mit bis zu 8 Spielern und am Start sind El Sponge Boss, der Nils, Zarter Elf, der Pino Stan und der, jetzt weiß ich gerade den Namen nicht, Dennis. Der Dennis. Ja, legale Differenzen, normaler Geschäftsalltag zwischen den Gebäuden von FIB und IAA. Die beiden Teams greifen einander ohne besonderen Grund an. Deathmatch im Schatten der Silberadlerstatue. Ich habe schon gesagt, da war ich noch nie gewesen, glaube ich. Ich habe diese komische Silberadlerstatue noch nie gesehen. Ich habe es in den Trailern, habe ich in den Analysen schon mal, bin ich schon mal drauf eingegangen, aber irgendwie kommt mir das Ding überhaupt nicht bekannt vor. Ich glaube, es ist ja Premiere erstmal. Jedenfalls Premiere auch hier. Das erste Mal, dass wir das Deathmatch zocken. Rockstar hat jetzt ja die ganzen Matches im Newswire gepostet. Jetzt weiß ich endlich, welche Matches, welche Jobs neu sind. Mit dem Business Update dazugekommen sind. So, schön. Ach komm, 3 gegen 4. Ich ernsthaft? Bin ein Dreierteam. Ach komm schon. Wir gegen ja. Euch. Ihr Kumpels gegen Mike. Oh. Okay. Ja, ich bin ready. Schön. Warte mal. Also wir sind praktisch hier so ein Haufen Banker, die sich jetzt gegeneinander gegenseitig bekriegen. Ja. Okay. Ja, gegen die Hinterwelt, ja, so wie das aussieht. Zarter Elf sieht ja auch wie aus wie so ein Banker. Zarter Elf sieht aus wie eine Bankerin, ja. Der hat sich extra eingekleidet. Ja, die Frisur und alles, ja, passt. Ja, und ich meine, wir alle, ne? Ich meine, wer hat bis jetzt immer, wer hat noch Valentinstag Swag? Also ich noch nicht, ich nicht mehr. Ich habe nur noch den Anzug. Ja, ich hatte vor kein Valentinstag Swag. Ich hatte ja vorher den Nadelstreifenanzug gehabt und jetzt ja, dachte ich, ey, das Business-Outfit ja, weg, sieht doch viel geiler aus. Ja, hier schön im Bankenviertel. Irgendwo muss hier die Mace Bank sein, Mace Bankgebäude. Und ich, da ist sie. Ey, ich habe echt noch nie diese Silberadler-Statue gesehen. Alter, Zarter Elf, Alter, eiskalt. Ich muss mal kurz zum Silberadler, ich muss mir kurz die Statue angucken. Zarter Elf hat einen Kill. Juhu. Ah, scheiße. Oh Mann, ich wollte mir die Statue angucken. Wo ist er denn da unten, oder? Ey, wirklich, ohne Spaß, ich hab noch... Alter, Junge! Ich hab noch nie die Silberadler-Statue gesehen. Ich werde gespawnt, du bist tot. Was du noch nicht da gucken müsste. Krass, er sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ich muss mal einen killen, sonst wird's... Ah, scheiße. weniger wundern, mehr killen. Ich muss gerade mal auf der Karte gucken, wo ist denn das überhaupt? Ach hier. Kann man sich auch einmal verstecken? Ja, natürlich. Okay, na gut. Alter, aber wo soll ich mich verstecken, Alter? Ihr habt irgendwie voll die geile Versteckerseite. Versteck dich am besten... Versteckerseite? Ja, ich kann mich nicht mal hier da irgendein Busch verkehren. Versteck dich am besten da, wo ich dich sehen kann. Ja, genau. Nein. Komm. Der beste Versteck auf der Welt. Oh hier, da unten die Banker. Da sind sie, unten. Ne, links, links sind sie. Ich links sind sie. Ich einmal irgendwo versteckt, Alter. Ah. Aber das, wer hat denn da die Rakete? Wer hat denn die Rocket gelauncht? Der Pino? Der Pino ist denn, Pino ist denn, der launcht denn, die schönen Rockets. Oh oh. Alter Mann, da doch, Alter. Ich schwöre, ich finde keinen guten Versteck, wo man sich vercampen kann. Na, weil ihr da unten immer so öffentlich spawnt, wo euch jeder sehen kann irgendwie. Ihr habt irgendwie oh Mann, ey, der Adler sieht so schön aus, ey. Guckt ihr den schönen Adler an mit der Weltkugel. Alter Spieler, ich spring doch einfach mal über eine Hecke. Warum sind wir denn auf das ist echt die Anspielung an Bulle und Bär von der Börse, ne? Also, cool gemacht. Hat einer eine Ahnung, wo die jetzt sind? Nö. Die sind woanders gespawnt. Hinter mir. Okay. Hinter mir. Ich bin tot. Die Dogge hat mich gekillt. Warte, ich komme. Ich bin hinter Zarter Elf. Ich hänge mich an seinen knackigen Geschäftsfrauen-Hintern. Oh ja, ich auch. Alter, was war das denn? Da oben sind zwei. Eins, Alter Mann, das macht doch keinen zwei. Spaß. Beide Tore. Boah, guckt euch dieses wunderschöne Bump-Mapping an. Also, wir verstecken uns nicht wirklich. Ich meine, wir rennen schon durch die Kante. Die ja, also wir sind nicht am Campen. Ich zumindest nicht. Ich bin hier bei den Kaffeetischen. Und, wer will sich denn hier im Deathmatch die ganze Zeit versteckt? Eben. Sind die denn? Ich seh nicht welche. Oh, hier ist jemand. Headshot.
Buddy. Komm her. Wer will ein bisschen Schotti haben? Ein bisschen schön. Oh, was mach ich, alter Spieler, weg? Warum bist du hier? Nee, mein Spieler. Nils, mein was? Mein Spieler ist schon wieder so dumm, der gehört schon wieder in die Grundschule. Ich tu mich über was. Der Spieler ist nur so gut wie dein Spieler. Er schießt er dir auf mich? Ja, ich nicht. Spieler ist ein bisschen geistig zurückgeblieben. Ich vertraue Nein! Fick dich! Das war der Basti. SpongeBoss. Ja, komm, wir haben verloren, ihr seid ein Spieler mehr. Ihr habt mehr Ziele. ZDF hat sich gut geschlagen letztens gegen drei Leute, war es, ne? Aufs Paintball? Ja. Das ist der Paintball. Ja, das habe ich gesehen, Ja, das war aber nur, weil der Tobi sich 22 Mal umbringen gelassen hat von dir. Ja, ist ja egal. Weil er dich unbedingt matchen kann. Kann man eigentlich in so Deathmatches dieses Auto-Aim nicht irgendwie ausschalten, ey? Ich finde das so ja, schade. Kannst du. Aber. Nein, allgemein für alle Spieler sollte man das ausschalten. Ja. Also, dann wirklich, ja, dann gilt das. In der jeweilige Host des Deathmatch kann das von Anfang an ausschalten. Dann gilt das halt für alle dann. Genau. Okay, na, das ist ja gut. Aber. Ich habe mich jetzt so sehr gewöhnt an das Auto-Aim, Mann. Da gilt's, ja. wenn es für alle gilt, dann ist es ja wieder fair. Ja, das gilt dann für alle, wenn das der Host einstellt. Ja, ich meine auch, wenn das Auto-Aim für alle gilt, das meine ich, weißt du, also jetzt so wie es ist, dann ist es ja nicht unfair, finde ich. Also ich finde es okay, so wie es ist, momentan. Am Anfang habe ich auch erst gebraucht, um mich reinzufinden, weil ich ja vorher auch viel Halo Online gespielt habe, natürlich ohne Auto-Aim, wie es halt so ist. Halo Online? Ah. Ja, den ersten Teil für PC. Und von daher dachte ich erst so, oh fuck, was ist das denn hier mit Auto-Aim, was ist das für ein Rotz? Nee, aber jetzt macht's echt relativ spaßig, ist es relativ spaßig. Nein, fick dich, oh, nicht gegen die Wand laufen. Oh Mann, Alter, der ist hier voll gegen die Wand gesprungen. Beziehungsweise ich bin gegen die Wand gesprungen. Und da hat der Basti mich getötet. Alter, geh runter, versteck dich. Ah, oh, ich werde aufgeschossen von 100 Seiten. Geh weg. Ich finde es von der Atmosphäre her eigentlich ganz okay. Gefällt mir bis jetzt. Auch vielleicht, weil wir gewinnen. Ja. Oh. Scheiße. Einer ist weg. So ein Mist. Hätte ja klappen können. Ich glaube, ich muss mal kurz was verändern. Ich mach grad raus, wo ich nachgeladen habe. Pinus denn, ich weiß nicht, wo du bist. Sag mal deine Position, ich komme zu dir hin. Hey, Pinus denn. Wir sind im gleichen Team, warum willst du wissen, wo ich bin? Gut auf der Karte. nee, doch nicht. Oder? Doch, ja, lass mal zusammenbleiben, oder? Komm ich mal zu euch rüber. Alter, der Versäule steht irgendwie im weißen Anzug. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Ich glaube, Dennis. Ja, das ist SpongeBob. Der ist schon ziemlich am Arsch. Ja, das bin ich. Mit so einer goldenen Waffe in der Hand. Hatte, wenn ich vorher bin, willst du doch vier Seiten mal nicht ein. Hey, wir sind. Warte mal kurz, ich schnapp mal Alex ein, warte. Wir sind Anonymous. Wir sind die 99% gegen die 1%. Wir wollen unser Geld zurück. Ja, okay, jetzt kann ich das reinladen. Weg ist er. Wir wollen unsere Kohle. Ihr Schweine. Ah. Was hat Dennis? Die müssen sie noch mit Aktentaschen werfen oder so. Oder mit Notebooks. Die Bankers. Also richtig komplett Business-DLC. Ich hatte gerade vollen Zusammenbruch, Leute. Ich hatte gerade einen Nervenzusammenbruch. Ernsthaft? Ich dachte, ich wäre bei Steam gebannt. Weißt du, Steam ist nur abgestürzt, aber richtig heftig. Ja. Und da habe ich versucht anzumelden und da stand Login fehlgeschlagen und falsche Anmeldeinformation. Da dachte ich, ich wäre gebannt und in Tränen ausgebrochen, habe geschrien und alles. Ernsthaft? Und jetzt auf einmal wird mir von Freunden gesendet, als wieder geklappt hat, Steam ist abgestürzt. Ja, na klar, na was denkst du, warum sollen die dich denn bannen? Überleg doch mal. Na, keine Ahnung, ja, wenn einfach nur ich mich anmelden konnte, aber die ganze Zeit offline wäre, würde ich ja denken, okay, Nein. Ich bin nicht gebannt. Aber wenn ich fucking nochmal, ja, da steht falsche Anmeldeinformationen. Rein doch mal nicht so gleich. Ist doch alles okay. Alex, ist doch alles okay. Auf YouTube. Genau, ich nehme gerade auf, by the way. Ja, toll, jetzt haben es alle gehört. Fickt euch alle. Ich hoffe, du sofort 1 Million Abonnenten. Ich hoffe, das schneidest du raus, Alter. Nee. Max, lass es bitte drin, lass es mal drin. Ja, Alter. Na klar, dass ich das drin.
Natürlich lasse ich das. Ich mal morgen dazu schenken, das reicht, das ist mein realer Funke. Sag ich mal morgen. Ey, nee, das ist jetzt kein Scherz, weil das ist auf jeden Fall raus. Das ist doch, nichts Schlimmes, Mann. Was ist, Max? Ist doch nichts Schlimmes, ist doch nur wegen Steam. Steam kann passieren. Alex, das ist nur Steam, ist doch nichts Schlimmes. Wir haben gewonnen, by the way, Leute. Nils ist der beste Spieler. Ihr habt gewonnen. Und ich bin voll am Losen gewesen. Ich bin ja ganz hinten, ich stehe ganz hinten da mit meinem blöden roten Outfit. Was? Also so gut war ich. Naja, immerhin. Das war wirklich sehr, sehr knapp, oder? Also es war relativ knapp. Ich dachte jetzt auch, ich habe jetzt so wenig Kills, aber naja, 9-11 und so. Ja, war ganz gut. Also, dann die Werbe möchtest du eine Party, aber ist voll. So, Leute, wollen wir nochmal, machen wir nochmal ein Rematch, würde ich sagen, vielleicht mit festen Waffen, also ohne eigene Waffen, dass es fair ist für alle. Leute, ich hab gerade ein Dings, ein LKW mit einem Anhänger, in dem man Autos reintun kann, gefunden. Meinst du so einen aus, wie aus der Singleplayer-Kampagne, so ein Autotransporter? Ja, oder? Wie, genau den. Ah, okay. Das ist doch mal nice. Eingeführt oder was? Ich habe überlegt gerade, man könnte ja auch ein Fahrrad auf einen Transporter drauf tun und dann mit dem... Ich hab schon mal was anderes gemacht mit Cargo Fahrrad. Und zwar... Nee, nicht mit Cargo. Du kennst doch dieses eine Wagen, der so an den El Camino SS erinnert, oder? Ja. Ich bin zumindest. Da mal hinten auf den... Also auf den Gepäckträger, und ich habe keine Ahnung, wie das man nennen könnte. Ja, bin ich da mit Fahrrad... Ja, ladefähig. Ich bin da mit dem Fahrrad draufgesprungen und hab eine Balle reingefangen. Die ist dann gefahren wie wild und ich war hinten mit Strass drauf. Hört sich cool an. Auf jeden Fall hat 10 Minuten gedauert, bis sie gegen eine Wand gefahren ist und gestorben ist. Das erinnert mich jetzt an Was? Ja, die Teams werden immer gleich zusammengewürfelt. Wenn wir das nochmal starten, dann sind das die gleichen Teams. Aber ihr seid jetzt einer mehr, glaube ich, oder? Ja, ihr seid einer mehr. Ihr habt noch Nivea-Bär. Und Nivea-Bär hat einen Cowboy-Hut auf, das heißt, ihr werdet gewinnen. Nivea-Bär will nicht die Party, dann kann man nicht. Das heißt noch lange nichts. Ja, ich kann die Party freimachen. Weil ich GTA 5 spiele. Dann könnt ihr Nivea-Bär hier reinholen. Ich hab geschrieben, sobald es Platz ist, lade ich ihn ein. Also bleibt genau. Nivea ist rausschmeißen. Ja. Ne, was sagen wir? Ja, das hat mich. Ist doch in Ordnung. Also, ich spiele doch eh nur Assassin's Creed. Dann könnt ihr wenigstens zusammen. Euch absprechen und so. Was sagen wollte Alex, ja, das hat mich an meine Aktion erinnert. Ey, hier gibt's einen Sniper? Nee, ja, ich hab feste Waffen, Pistole und. Dann mach ich das. Und die aufnehmbaren, keine Ahnung, irgendwas. Schotti sehe ich hier. Hey Max. Ja? Das Spiel auf Sandy Shores, wo wir das Team letztes gemacht haben, ich schwöre, ich war kurz davor, Lester anzurufen. Du meinst Sandy Shores Terrys Lieblingsort oder was? Ja, da wäre ich kurz davor, Lester anzurufen. Ich bin da dreimal ausgerastet einfach. Ach okay. Mann, Spieler, Alter, warum, Junge, bist du so? Du stehst da auf dem Dach mit einem MG, während ich mit der Spezialkarabine, die eigentlich 30 Minuten in den Kopf hast. So, ja, jetzt weiß ich. Ich weiß, was du meinst. Du gibst mir nur zwei Kugeln und ich lieg schon am Boden. Ja. Ich weiß, es war fies gewesen. Ja, wenn ich da den Killstreak nicht geschafft hätte, hätte ich Lester angerufen. Es war auch, ich glaube, 3 gegen 2 gewesen, ne? Ja, war es auch. Ich muss nachladen. Oh, Scheiße. Aber wie ich die mit den Granatwerfer gekillt hab. Scheiße! Ich hab keine Munition mehr, ich kann mich nicht. Ja, das ist, ich hab nur die Pistole, ich hab vorhin eine Uzi gehabt. Meine Fäuste. Nee, hier, was ich sagen wollte, nee, die Alex-Aktion. So die hat mich erinnert daran, wo ich ja mit dem D-Class Vigero oder? Nee, was war das? Jedenfalls irgendein Muscle-Car hin mit Ladefläche. Da habe ich so ein paar Leichen drauf gefahren, ich glaube 4-5. Und dann bin ich mit den Leichen schön durch die Gegend und habe die irgendwann dann abgefackelt. Ich meine, das war auch ganz lustig. Habe ich ein Video drüber gemacht. Es hieß, glaube ich, Trevors Familienausflug oder so. Ja. Trevors Familienausflug. Das hat mich daran erinnert. Ey, SpongeBoss hat Lester angerufen. So sieht's aus. Ja, seid ihr? Ja, weil er nix kann. Unfaires Spiel und muss von uns verzocken. Okay. Hier ist nicht was mit fair. Was seid ihr alle? Alle verteilt hier, ich seh's nur auf der Karte. Ich verpiss mich. Alter, ich war doch in der Deckung. Alter, Max, ich hab die ganze Zeit versucht, zwei meiner erstellten Renner einzuladen. Basti hat schon gesehen. Ja. Ich will, dass du es siehst und dass du es auch vielleicht aufnimmst, wenn du Bock hast. Okay, ich muss es erstmal Probe fahren. Dann kann ich da. Ja, okay, dann. Also ich. Sag mal, wenn ihr mit dem Dings fertig seid, dann lade ich euch ein. Ja, okay.
Ah, hier ist einer oben, den krieg ich nicht. Oh, scheiße. Ey, wie machtvoll Steam ist. Oh, das ist ja Nils. Alter Mensch, wieder, Alter, ich geh gleich raus und Mensch, wieder weiter, so geistig zurückgeblieben ist, Alter. Was witzig ist, der Spieler wird ja von dir gesteuert. Ja. Ich steuere ja, dass er sich um den Ecke steht. Nein, mein Spieler bleibt ja automatisch. Aber ich weiß, was du meinst, kannst nachvollziehen, weil manchmal dann hängt er, bleibt er hängen an irgendwelchen Wänden, wie bei mir vorhin. Ja. Weißt du noch, wo die sind? Was? Nee, aber oben. Ich schätze drauf oben. Ich kann mich nicht. Ich glaube, du solltest dich weit so. Da, wo ich hinziele, praktisch. Da, ja, genau. Wovon hängt er da eigentlich? Nee, das ist der 11. Ah. Auf der Karte sieht oder nicht von den Nein, die sind oben links. Das fährt so Nein, hinter mir. Scheiße, hinter mir. Pino hat eine Schotte. Kann man bei dir Deadmatch im Ammunition rennen oder was? Ja, kannst du. Ich bin unterwegs zu Ammunition. Ich hoffe, wir haben mit MG. Kann man machen. Da kannst du schön dich mit Waffen eindecken und sehr unfair spielen. Ich kaufe mir jetzt das ist doch so behindert. Ey, jetzt, das sollte vielleicht irgendwie gepasht werden. Ja, das hat man vorhin gemacht bei der auf der Map Kreuzfeuer. Da hatten wir nur mit Pistolen rumgeballert und dann sind wir in Ammunition, haben uns da erstmal das Kampfgewehr schön geschnappt und die anderen abgeknallt. Ja, das war ein bisschen unfair. Ey, weißt du noch mit der Map mit der Schrotflinte, dieses Schrotflinte, ja, die Schrotflinte gelaufen? Ja. Da sind doch Balotelli und Basti zu Ammunition abjauen. Ja. Da hat ihr doch genau gefragt, ey, welcher Spaß läuft jetzt schon mit Balotelli und die waren das. Das war das erste Mal, wo ich es mitbekommen habe, genau. Dann dachte ich, Alter. Ich eigentlich auch nicht. Was zum Geier. Ja, das sollten die mal patchen. Wo ist hier ein Armutation? Der wird nicht angezeigt. Ja, also musst du dir merken. Ja. Bei manchen Deathmatch-Maps, da ist einer gleich in der Nähe, da geht's ganz gut. Ein Armutation ist, das weiß ich 100%. Irgendwo ist AZ11. Ach so, bei dir. Oh, scheiße. Ich merk schon. Ja, die sind oben irgendwo. Ja, ich merk schon. Ich Leute, hoffe, ihr habt ein Ammunition ist da ganz hinten. Ich gebe euch mal eine Empfehlung, merkt ihr euch fürs Leben. Ja. Wenn ihr einen LKW habt, nicht gegen ein Motorrad rasen. Es endet damit, dass das Motorrad dann in die Luft geht, wie es gerade bei mir passiert ist. Naja gut, aber wenn du einen LKW hast, ist es ja nur für dich vom Vorteil, weißt du? Ich meine, du bist ja nicht der Motorradfahrer, oder wie meinst du? Nein, es ist so, ich fuhr gerade mit LKW, schön mit dem Anhänger, ganz gechillt, sehe ich Motorrad, denke ich so, boah, Motorradfahrer überfahren. Ja. Motorrad ist explodiert, als mir unter die Räder kam. Ach so, ja, okay. Das ist schon ein Nachteil. Das ist mir schon mal mit diesem... bei mir geht's gerade, also ich höre es noch relativ gut. Ich verstehe jetzt irgendwie gerade... Ja, Max, ich sehe dich da drüben, aber hier ist irgendwie... Also da ist einer. Okay. Ey, Alex, ich kann nicht zur Ammunition, aber vorhin Deathmatch kann man zur Ammunition. Ich glaube, das würde jetzt hier. Nein! Nein, doch scheiße, es war so knapp, Mann! Wo war der? Ich fahre einfach mit Auto rum. Der war irgendwo oben. Nee, das ist mir schon mit dem fetten Muldenkipper passiert. Dachte ich, ja, ich kann hier schön alle überrollen und überfahre die Bullenautos und dann explodieren die unter mir und ich bin natürlich tot, ja. Also, das ist echt nicht cool. Naja, mit dem Kipplaster kannst du es machen, darfst du nicht unter ihm bleiben. Ja, du musst es halt clever anstellen. Oh, scheiße. Boah, ich fühle mich so ein bisschen jetzt schon wie so ein Psycho. Hat meine Mutter auch gesagt, ich bin ein Psycho. Echt? Wieso das denn? Weil du GTA spielst? Nein, weil ich ausraste bei etwas, was nicht wichtig im Leben ist. Ach, ne, das ist doch scheißegal. Ich meine, Leute rasten bei Fußball aus. Ist das wichtig fürs Leben? Ja. Oder ich weiß nicht. Ah, komm, aber kann man bei Fußball ausrasten. Boah, bei Union spielen. Ich hab da live mit LRG so zwei Leute auf Wachmänner gekloppt haben. Weißt du, Spiel vorbei, 3-1 verloren gegen Aalen. Lauf ich so hoch, denke ich so, schade, sehe ich so Wachmänner verkloppen, Fans. Und Fans versuchen, die zu wehren. Ja, na, das ist ja gerade extrem was. Oh, ne, er hat das Schotti gehabt, Mann. Gerade bei Fußball, da geht ja einiges immer ab. Also das kann ich echt nicht nachvollziehen, wie Leute so extrem gewalttätig werden. Ich meine, da ist es ja auch noch schlimmer, weil die machen das ja im Real Life und hier machst du es ja virtuell und da passiert ja nichts. Ich meine, außer dass du ein bisschen aufregst. Fußball ist immer noch die mit dem Pyro-Waffen ist immer noch am geilsten. Pyrotechnik. Die rasten aus, obwohl sie nicht mehr was damit zu tun haben. Ich meine, die haben weder gewonnen noch verloren, nur die Mannschaft, die sie toll finden. Ja, eben. Deswegen rasten sie aus. Das muss nicht sein, finde ich. Nee, finde ich auch. Einer unserer Klasse hat echt gefragt, was ist Pyrotechnik? Na, so okay. Knallerkram und hier solche Phosphorfackeln da. Komm, ist der da hin, komm, ist der. Oh.
Alter, wo sind denn die alle? Sind alle oben? Ja, oben, da waren alle drei sind dann gleich. Und ich bin ein bisschen am Failen, weil ich glaube, ein bisschen zu viel rede, aber es ist nicht so schlimm, oder? Ich meine, was soll's? Boah, Alter, ich bin scheiße froh, dass Steam wieder funktioniert. Ich schwöre, ich bin hier fucking Sucht, Alter. Steam ist doch was Geiles. Ja, zock. Nein! Hinter mir, da war noch einer! Ich bin aber schon. Ich bin abhängig seit. Seitdem ich 5 bin, bin ich abhängig nach Zocken. Ich bin ein Zocker, seitdem ich. Muss mal überlegen. Seit 7 oder 8 hatte ich, glaube ich, einen Gameboy. Ja. Ich hatte PS1 und das allererste Spiel, das ich auf PS1 direkt gespielt habe, war Dino Crisis 2. Dino Crisis? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte Dino Crisis 1, Teil 2. Teil 2 Dino Crisis 2 ist irgendwie kacke. Hast du schon mal Dino Crisis 3 gespielt? Ich höre hier gar nichts mehr. Hier kommt nur ein Brei an bei mir irgendwie. Dino Crisis 3 ist irgendwie total unlogisch. Dinosaurier im Weltall. Da sind so Dinosaurier in so Weltraum. Ja, genau. Ja, und auf so einem Raumschiff. Das hasse ich. Das hat eigentlich gemocht, weil es irgendwie zu unrealistisch war. Dinosaurier leben alle auf einem Raumschiff, trotzdem fressen sich alle gegenseitig. Ja, ich weiß, also ich fand das Realistische, was heißt realistisch, aber das, was praktisch nicht im Weltraum gespielt hat, ne? Das fand ich deutlich besser. Also den ersten Teil. Ja. Und ich glaube, die Grafik war zwar schlechter, aber. Genau. Alle vier hängen wir hier rum, Alter. Der erste Teil von Dino Crisis, der war ja in Echtzeit 3D, ne? Und der zweite war ja so Render-Grafik, so feste Einstellung. Genau, obwohl ich bei Resident Evil bei den alten Teilen die Rendergrafik echt gemocht habe, weil es halt gut aussah, ne? Obwohl ich nicht so gut bewegen, also nicht die Kamera rumdrehen konnte, aber. Willst du mal wissen, Grafik. Wie viele Teile von Resident Evil es eigentlich gibt als Spiel? Ich müsste es auch. Du kennst ja bestimmt nur diese Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6 nee, oder so. Es gibt Code Veronica noch für den Dreamcast. Ja, ich will Code Veronica, Umbrella Chronicles, ja, genau. dann gab's noch so ein Chronicles. Weiß es ich gibt auch nicht mehr, eine Menge. Aber insgesamt gibt es, glaube ich, 30 Teile von Resident Evil. Das kann ich, das weiß als ich Spiel. Nicht, aber müsste ich nachschauen. Also aber es gibt auf jeden Fall eine Menge. Es gibt dann noch dieses Dead Aim, dann noch Dead Aim 2. Also die haben so. Resident Evil ist dann immer so geschnitten manchmal und. Hinter uns. Bevor diese Super Resident Evil rauskam, wie 4, 5 und 6. Wurden halt alle Resident Evil, die davor kamen, so halt in den Chronicles da nochmal eingebracht. Okay, ja, so praktisch ein Best-of, eine Zusammenfassung, ne? Ja. Eine Compilation. Ja, bestes Resident Evil für mich immer noch Resident Evil 2 auf jeden Fall, von den ganz alten Teilen für PS1 und dann auf jeden Fall noch Resident Evil 4. Das ja, Resident Evil 4 finde ich auch geil. Das ist halt die längste Kampagne. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war die längste Kampagne. Die auch ein bisschen nervig ist. Die Präsidententochter, die rettest du immer, doch trotzdem wird sie wieder entführt. So eine, ah, die Story, ich meine, mit Logik kannst du nicht viel kommen. Aber es ist halt spannend gemacht, Alter, es ist schon spannend erzählt. Ja, und die mit einer Granate. Und dieses Jahr kommt, glaube ich, auch der letzte Film, also der letzte Teil des Films. Armageddon. Alter, noch? Die wollen noch einen Resident Evil-Teil rausbringen? Ich meine, ich fand die anderen nicht schon so pralle. Das wird der letzte Teil sein. Der letzte Kampf zum Überleben soll das gehen. Okay. Also, verstehe das nicht? Brauchst du nicht fragen, ich komm nicht mehr. Verstehe das nicht, wie Wesker noch am Leben ist. Im Afterlife sieht man, wie er im Flugzeug explodiert, doch er ist trotzdem wieder da. Der lebt. Ach krass, ja stimmt, ich dachte, er ist gestorben im letzten Teil. Dachte also, ich auch, Afterlife dachte ich so. Naja, aber komm, die Logik, dass jemand im Flugzeug stirbt, man sieht nicht, dass er rausspringt oder so. Ja. Und er ist trotzdem am Leben. Okay. Ja, keine Ahnung, die haben sich wahrscheinlich irgendeinen sinnlosen Scheiß wieder ausgedacht. Wer ist ein Dogger 187? Ist das einer von euch? Kennt ihr den? Ja, das war ich schon in der Crew, genau. Auf jeden Fall ist das ziemlich, würde ich mal sagen. Nein! Alter, Mann, es bockt doch nicht, ich finde keinen MG und die habt schon over. Scheiße! Oh, ich verreck so oft, das ist uncool. Zarte Elf ist auf dem ersten. Weil der so wenig redet, der konzentriert sich. ich hab nur die scheiß Pistole, Alter. Wer ist denn hier vorne? Mann, woher sind die überhaupt? Die verstecken sich da oben. Spinnt wo? Hä? Wo seid denn ihr? Ja, die Frage, von wo sie auch drauf? Ja. Okay. Ja, Mann, Pinus genau, denn? Alter. Sehr gut, Nils. Mann, sehr gut. Ich brauch doch nicht, Alter, mit aufnehmbar Scheiße. Naja, ich sag mal so, ist ein bisschen anstrengender, ne?
Ah, komm, bitte kein Gear, irgendwo hier ein MG. Schon wieder unlogisch. Der ist voll gut. Der ist voll gut. Der macht mich voll. Ja, ich weiß, hier. Der ist gar nicht mal schlecht. Ich überleg mir, ob ich eigentlich. Kennt ihr das Pink Panther? Der stirbt nicht, wenn ja. Er Pink Panther, ja klar. Ich überleg mir, ob ich hier in GTA 5 eine Pink Panther Team Deathmatch zusammen erstelle. Beste Waffen Faust und dann irgendeine Waffe in der Map platziert und wer am nächsten gespawnt ist, ist halt der Pink Panther. Na, aber wie willst du das denn umsetzen? Ich meine, der muss ja nicht aussehen. Nee, ich meinte so, du kennst ja in Black Ops 2 Panther-Spiele. Boah, Pino hat mich noch überholt. Ja, warte mal, wir quatschen gleich weiter. Leute, das war Legale Differenzen, das neue Deathmatch aus dem Business-Update, Business-DLC, das einzige neue Rockstar-erstellte Deathmatch, was dazugekommen ist. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Und bei den nächsten Videos werden wir noch die anderen Matches probieren, die anderen Luftrennen, die anderen Landrennen und was noch so dazugekommen ist. Aber auf keinen Fall Capture. Und meinte, jetzt hatte er schon Capture. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich ehrlich gesagt auch nicht, bin ich so Capture-Fan. Finde ich auch nicht so pralle. Da kann man eigentlich nur campen und abwarten sich, weiß ich nicht. Ist nicht so meins. Aber wir sehen uns. Haut rein. Ich bin raus. Bis denne. Ahoi. Ciao. Inklusive Freaky Ciao. Talk.